Jungs. Wir sind die Tele-Dudes. Ja. Und hier, heute ist mal Trailer gucken mit den Tele-Dudes angeguckt. Angeguckt. Ihr guckt jetzt Trailer gucken mit den Tele-Dudes. Finde ich gut. Auf jeden Fall. Die E3 ist rum und wir haben uns extrem über einige Spielankündigungen gefreut, unter anderem über den nochmal angekündigten Reboot von Tomb Raider. Es ist, glaube ich, ein japanisches Wort und heißt Tomb Raider. So irgendwie. Krasses Gameplay erschienen und wir gucken einfach mal rein. Ich bin extrem heiß drauf. Los geht's. Auf jeden Fall die junge Lara Croft, nicht wahr? Das ist ja das, was man letztes Jahr schon gesehen hat. Geht dir gut, ne? Dieser eklige Anfang. Ja, Mann, ist es halt. Also sie ist halt, genau, sie ist da in dieser, auf dieser krassen Insel, warum auch immer, ihr Schiff gestrandet, extra schräg und hängt da jetzt rum. Und großartig, die junge Lara Croft vor allem irgendwie und muss jetzt da irgendwie echt ekelhaft sich da... Ja, jetzt fall halt runter. Ah, Knochen! Ja, es wird Knochen nicht besser. Durch jedes Mal die Seite, das ist widerwärtig. Heiden Props, sich den Scheiß erstmal rauszuziehen. Und wie gesagt, die, also, mal kurz, wir haben den ganzen Shit schon mal aufgenommen, nur ohne Ton, ja, aber... war witzig. Wie gesagt, die Hampel von Gameswelt oder GameStar, ich weiß es nicht genau, die haben sich bei dem Spiel so ein bisschen beschwert und gesagt, oh, die hat ja jede Verletzung trägt, die mit sich und stöhnt und du denkst, ja, aber das ist doch geil, endlich mal ein realistischer Charakter, der auch, wenn er sich einen Arm bricht, auch den mal dann ein Handicap davon trägt. Auf jeden Fall sieht das hier groß aus. Ja, und ich einfach achsenhart wie Hero sich einfach alles rauszieht und ohne irgendwelche Flaws und irgendwas weitermacht. Die Grafik, das Setting wirkt großartig. Einfach mal so dieses bloße Überleben einfach nur. Und jetzt muss ich es nochmal ankündigen, wann kriegt sie endlich ihren geilen Arnold Schwarzenegger Predator Bogen zusammengebunden aus irgendwelchen Ahornzweigen? Jetzt. Ja, also, hervorragend. Das wirkt auch großartig. Das wirkt auch cool. Halt grob überleben einfach nur. Man muss halt schauen, wie die es umsetzen, wenn die das einfach nur so in Form von einem Behinderten... Also wenn du wirklich nur in der Hauptstory Wunder was einfach nur durchläufst und du kannst gar nicht anders als irgendwo hinlaufen, dann ist es prall. Ja, also ein bisschen Freiheiten möchte ich haben. Ja, wenn sie es als Missionsziele machen, jetzt dieses Reh umzuschießen, weiß ich nicht ganz. Das wird auch mehr... Also da muss man auch gucken, wie die das dann lösen, dass dieser Plot da auf einmal zusammengeht. Ah! Die hat aber auch echt, weißt du... Also Bärenfalle geht überhaupt nicht gut rein. Das ist doch keine Bärenfalle. Nee, was war das dann? Eine Eichhörnchenfalle. Wäre doch viel größer. Dann irgendeine Falle für ein Viech. Auf jeden Fall tut es, glaube ich, schon. Ja, das ist schon wieder so, das ist eine ekelhafte Situation. Ich glaube, wenn man das spielt... Ja, aber hier ist halt gefesselt rumsneaken, das finde ich halt mal ja, cool. Ja, ich glaube, wenn man das spielt, da geht einem schon ordentlich die Sause. Weißt du? So. Also was mir persönlich gefallen würde, wenn du dazwischen nicht speichern könntest. Das heißt, du musst es ab einem gewissen Punkt einfach in einem Run schaffen. Das musst du. Und dann kannst du auch nicht speichern, okay, wo muss ich hin? Ich kämpfe jetzt Meter für Meter nach vorne und speichere immer wieder. Und hey, ich muss es durchziehen und da muss ich dann eben schauen, wie mache ich es am besten. Oh, krass. Also, hey, da rough, muss man sagen, stimmungsgeladen. Echt gut, echt gut. Und du siehst ja doch, dass es hier mitnimmt, dass sie gerade jemanden hier mal ordentlich den Schädel weggelämst hat. Nicht? Hier wird man auch geblendet, geconnect. Genau, und das sind nämlich jetzt die Parts, die so aussehen wie, bei Uncharted. Ja, halt krasse Movie-Action währenddessen. Wo man wirklich, also da frage ich mich, wenn sich das spielt wie Uncharted. Die haben es ja gut gemacht bei Uncharted, von daher... Es war extrem gut gemacht bei Uncharted. Habe ich da eigentlich nichts dagegen. Von daher ist es vielleicht okay. Ja, man muss es halt, wie heißt es, man muss es halt abwarten. Das ist eh, ich meine, Uncharted wirkt ein bisschen wie Indiana Jones. Lara Croft ist ja nur entstanden. Nur mal so, weil... Also ist ja nur eine Frau, weil ursprünglich ein ganz anderer Charakter im ersten Tomb Raider drin sein sollte. Und zwar ein Mann mit Hut und Peitsche. Und der sieht ja auch mit Wut sehr und Peitsche. Mit Wut. Er kam mit Wut und Peitsche. Und sah aus wie Indiana Jones. Und das ging nicht. Und dann haben sie eine Frau gemacht mit dicken Hupen. Und deswegen ist Lara Croft entstanden. Und Nathan Drake oder dieses ganze Drakes Dingsbums wirkt ja auch so ein bisschen wie Indiana Jones. Also vielleicht, dann er passt hat keine es. Beine. Ja, aber er ist das ganze Setting an sich so durch die Welt chatten. Und was ist er denn, Schatzjäger?
Was ist Nathan Drake? Okay. Ja, aber es gibt eh tausend Mal. Aber es ist ein gutes Spiel. Okay, ja, Archäologe auf jeden Fall. Übrigens. Ja, komisch. Ach, er ist Archäologe. Oh, I know someone else who is. Kennst du eigentlich den Vornamen von Indiana Jones? Ulf! Alle sollten Ulf heißen. Nee, wie heißt er? Ich bin der Alex. Ulf, Flo. Wir sind die Tele-Ulfs.